Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der TFT. Wir werden dieses Mal nichts versuchen, einfach just for fun spielen. Ah. Fiora ist zwar ziemlich schlecht, aber ja, der Bogen ist schön. Wir können auch versuchen, Klingenmeister zu gehen. Aber ja, schauen wir mal, was wir bekommen. Und hoffen wir, dass wir dieses Mal Items bekommen. Und? Natürlich nicht. Und der letzte? Ich wette nicht. Sag ich doch. Yay, ich habe nichts bekommen. So. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Wow. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Wild vielleicht. Nö, 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 das überzeugt mich nicht. Nö, nö. Was haben die anderen bekommen? Der geht auf Nobel höchstwahrscheinlich. Zauberermeister. Nobel Wild. Naja. Oh, ich habe einen Belt bekommen. Super. Und ein Riesenschwert. Das ist schon mal besser als ich. Als letztes Mal. Ich weiß nicht, warum es dieses Schwert des Göttlichen gibt. Es ist sowas von schlecht. Machen wir den Wild Buff activating. Die beiden zusammen geben, glaube ich, die Aura, oder? Warte, ich schau mal kurz. Genau, das gibt diese Aura. Oho, 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 oho. Ja, das ist gut. Oho, oho, oho. Krass. Okay, okay, okay. Gut. Also der letzte Zug war richtig gut. Der war extrem gut. Hier können wir sie machen. Die verkaufen wir. Wir tun sie als nächstes rein. Und geben ihr alles. Also die vier Items. Also quasi die zwei zusammen und die zwei zusammen. Und das da kann haben, wer will. Ja, der hat einen Red Buff. Das ist auch, also normalerweise gibt man das, glaube ich, eher der Tristana. Also quasi Red Buff der Tristana zusammen mit den, wie heißt der, Titan, bla. Also das, wo man Flächendamage macht. Der hat zum Beispiel drei Items bekommen, ja. Und ich habe 2, 4. Also das Item würde ich eigentlich am liebsten nur ein Mage geben. Der hat den Flammending-Bug. Wir können ihr auch den Recurve-Bogen geben, also das Item, damit sie eben stehen bleiben kann, ne, als Puma und einfach angreifen kann. Aber das geben wir ihr noch nicht. Mal schauen, ob wir den besiegen können. Der hat halt Nobel Buff, und Nobel Buff ist am Anfang extrem heftig.
Okay, das Ulti war sehr gut. Ja, aber gegen ihn wäre das Item natürlich super gewesen. Also da hätte er dann keine Chance gehabt. Aber früh zu verlieren ist überhaupt nicht schlimm. Der schickt mich wirklich Richtung Nobel, kann das sein? Nobel und Bogenschützen. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Das hatte ich schon so oft. Vielleicht den Varus noch, aber. Okay, wenn ich gewinne, kaufe ich mir den Varus. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, ich gewinne nicht. Nö. Der Kassadin ist halt einfach so ein Quälen, also Quäler einfach. So, du bist, du hast Mana, du machst gleich Ulti, ja, nö, jetzt nicht mehr. Tüdelü. So, wen haben wir denn hier? Ja. Eigentlich nicht wirklich interessante Sachen. Vielleicht noch das BF. Ah, nee, in die Träne wäre besser gewesen. Oh, verdammt. Weil ich habe ja nämlich noch ein Belt und Belt und Träne geben das Heilungs-Item. Sorry, die ganzen Namen kann ich mir nicht merken. Ein bisschen dämlich. Aber naja. Ah, das war. Na egal. So. Hier haben wir nochmal den. Wir können auch mal auf Gestaltenmantler gehen. Also sie und Nahe zum Beispiel. Oder Shyvana. Geht alles. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, der hat das Item, okay, Naturgewalt. Jo. Gegen den verlieren wir auch, aber das ist in Ordnung. Okay, wir verlieren doch. Hier ist zum Beispiel Cannon. Cannon und Lissandra. Das ist Elemental und das da ist Wild Gestaltenmantler. Warte, das tausche ich mal. Okay, Ritter und Wald. Ja, der überlegt sich auch, ob er. In der überlegt sich dasselbe. Wieso machst du dich und nicht ihn? Ah, egal. Mach doch nicht die ganze Zeit dich. Okay, das Item Phantom Dancer auf Darius ist schon echt gemein. Das ist gemein.
Das ist echt gemein. Naja. So, Lulu können wir dann noch holen. Ne, ich weiß. Aber ich will lieber sparen. Aber ich habe jetzt 1 zu 4 ausgegeben. Yeah. Ja, doch. Lieber die Zinsen schneller an Geld kommen, ist immer wichtig. Das war in letzter Sekunde. Na, keine Items. Blöd. Oh ja, ich kann nicht klagen. So, wer ist denn hier gut? Niemand, gell? Ja, ich spare noch weiter. Weil ich bin kurz vor 30. Wenn ich jetzt gewinne, verkaufe ich die Nidalee. Damit ich auf 30 komme. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kaufe ich mir, glaube ich, noch den Volibear. Ah, die geht auch voll wild. Viermal wild und einmal Ninja-Assassine. Okay, deutlicher geht's nicht. Gut, dann mache ich das da. Gut, was haben wir hier? Eis und Zauberer. Na, so toll ist es nicht. Okay, Lulu wird gehuckt. Mach da nur die. Ja, okay, gegen Kasadin. Alter, dieser Kasadin ist halt richtig gemein. Der bekommt halt richtig viel Rüstung dazu. Gut, wir bekommen auch nur Schmodder. Okay, dann werde ich weiterhin sparen. Weil nächste Runde sind wir dann auf 50 und dann ist der Kreis und dann können wir ausgeben. Weil noch sind wir über 50. Also vom Leben und 50 Geld. Also. Ja, der hat sich noch einen Assassin geholt. Ja, no chance. No freaking chance. Okay, also gegen die könnte man Nobel gehen oder Frost. Cold as Ice. Ich bin zuerst dran. Oh, da ist ja ein Brand. Ich hole mir den Brand. Brandy, Brandy. Brandy, Brandy. Und den tune ich dann auf bis zum geht nicht mehr. Uiuiui, sorry. Shyvana hätten wir auch gehen können, damit wir den Gestaltenwandler Bonus bekommen. Aber ja,
Ich gehe lieber auf Elemental. Ich glaube, das ist da gerade besser. Vielleicht. Okay, der ersetzt Lulu. Und sie ersetzt ihn. Lulu kommt komplett weg. Hier, hier, hier. Viel Spaß damit. Hier, der da. Dissandra. Level 2. Ah, verdammt, der holt ja jetzt den. Okay, Nidalee. Das ist in Ordnung, das darf er. Gut, das haben wir. Das haben wir in der Tasche. Müssen wir versuchen, noch Eiswesen zu bekommen. Das ist kein Eiswesen. Der ist gut. Warwick. Das ist ein Schläger, das ist ein Schläger. Also der da kommt als nächstes rein, sobald er Level 2 ist. Oder so, also entweder Level 2 oder Level Up. Kommt ganz darauf an. Schon wieder ein Blitzi, aber der hat letztes Mal genau sie geholt. Das ist gut. Und ihn kann der Pike nicht stunnen. Das ist super. Gut. Jetzt kommt Creep-Runde. Da hoffe ich, dass ich nochmal Items bekomme. Ja, lassen wir es mal offen. Shyvana ist halt Gestaltenwandler. So, an sich können wir jetzt auch Gestaltenwandler gehen. Ich lasse es mal offen. Den können wir verkaufen. Mit zwei der Tränen zusammen ist es super. Okay, jetzt sparen wir wieder ein bisschen. Ja. Gut. Okay, die Pfeilspitzen-Ding ist auch ganz gut, weil dann kommt der. Ich mach's so. Da kommt nämlich der Golem hier in die Ecke. Oder hier. Beides ist super. Der wird schwer. Mein Vorteil ist natürlich Bran. Der muss jetzt carryen. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Nochmal Ulti. Ja, das reicht nicht. Es ist halt noch ein Level 1er. Sobald er Level 2 ist, dann ist alles gut. Ja, was ist das? Das ist gut. Uiuiuiui. Also Gestaltenwandler wären wir auch ready jetzt. Das ist schwer. Aber ich glaube, jetzt ist. Also,
Der Golem ist momentan noch zu wichtig. Also Gestaltenwandler haben halt 100% zusätzliches Leben. Ist auch super. Aber der Golem hat halt extrem viel. Oh, oh, Entschuldigung. Hey, wir haben einen gekillt. Ist halt extrem stark auch. Anivia. Und Gestaltenmandat Nummer. Der ersetzt jetzt sie. Anivia ersetzt irgendwann die Lissandra. Wenn wir verlieren, verkaufe ich ihn. Wenn nicht, dann brauchen wir es ja nicht, um auf die 50 zu kommen. Okay, das gewinnen wir. Das ist gut. Oh, Entschuldigung. Nächster gekickt. Das ist gut. Aber gegen den Pikachu müssen wir noch einen Zahn zulegen. Was brauchen wir jetzt? Auf jeden Fall die Träne. Die ist super. Hier ein volles Item. Wo bin ich? Oh, ich bin ja schon ready. Ich hole mir trotzdem das Item. Nicht das Item, weil die Träne ist für mich momentan wichtiger. Weil ich will die Heilungsaura. Dieses Item ist extrem gut für Assassinen, weil die springen dann in deine Backline und die haben alle dann weniger Attack Speed. Und das ist extrem strong. Hier und da. Gut. Cannon ist super. Gestaltenwandler. Irgendwas treibt mich. Ah, yes. Irgendwas treibt mich in Richtung Gestaltenwandler. Aber noch kann ich das nicht machen. Das gewinnen wir. Nur wegen Brand. Nur wegen Legendary Brand. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Platz. Er ist halt auch ein Demon. Das ist halt für ihn auch super. Okay, wir warten noch. Aber sobald wir verlieren, kaufen wir uns der Level ab und kaufen uns den Swain dann dazu. Die. Super. Die Ulti von ihm ist halt einfach nur godlike. Und um den nochmal ein bisschen zu pushen, ist hier der Swain extrem gut. Okay, hier ist Cannon nochmal. Nochmal zwei Level. Das ist gut. Wir tauschen die aber. Ja, obwohl. So machen wir das. Machen wir das. Ne, wir. Ja, doch. Hier kommt der Golem und. Genau. Eine Träne. Jetzt haben wir nochmal das Item.
Oh. Jetzt muss ich ja mal schauen, was das mit der Träne gibt. Und was ist mit. Also der. Aha, die Träne gibt Demon und das da gibt Glacial. Beides sehr gut. Demon und Glacial. Glacial haben wir jetzt zwei. Wir könnten Cannon raustun. Anivia rein. Und dann haben wir drei Glacial. Dann machen wir mit dem einen vierten Glacial und haben 30% Chance auf Betäuben. Oder wir machen es nicht. Aber gerade läuft's gut. Na, ist auch noch auf der Bank. Hier, Anivia. Sejuani ist auch extrem gut. Also, entweder wir machen uns noch einen Befreiungsschlag oder wir machen uns einen Demon oder wir machen uns noch einen Glacial. Also ich glaube, wir machen uns eher einen Glacial, weil Demon werden wir keinen anderen reintun und erst ab 4 Demons bekommt man den Buff. Und Eiswesen 4 können wir schaffen. Wenn wir den Cannon raus tun. Aber der Cannon ist auch sehr, sehr gut. Okay. Here we go. Das ist natürlich echt super heftig. Wir können den als Demon machen. Hoffentlich greift er nicht den falschen an, und zwar mein Brand. Er greift mein Brand an. Aber der macht so viel Damage und der hat genau halt um 25% des insgesamt verursachten Schaden. Und seine Ulti springt halt von jedem. Also springt wie oft? Genau, 6 Mal. Und macht 300%. No, ja. Da bekommt man schon ein bisschen. So. Was nehmen wir? Wir könnten einen Swain kaufen. Wir könnten keinen Swain holen. Dann holen wir uns BF. Wie wär's? Dann macht unser Cannon. Können wir pushen. Oder unser. Das war jetzt gerade doof von mir. Ah, das war dumm. Ich hätte nämlich den Speer machen können und der Speer wäre für Swain zum Beispiel sehr viel besser gewesen. Assassine. Das können wir auch just for fun machen. Aber das verlieren wir. Das verlieren wir. Das verlieren wir. Boah, knapp.
Gut, wir machen uns erstmal so. Hier ist noch ein Cannon. Gut. Das läuft gerade sehr gut. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen den Swain zum Glacial. Nee, den Warwick zum Glacial. Und oder ein Fernkämpfer. Warte mal. Wer ist Glacial? Genau, gut. Dann machen wir den. Nein, wir können den nicht zum Glacial machen. Ach, das ist doch doof. Dann machen wir einfach sie zum Glacial. Und dann können wir Cannon raustun. Muss leider sein. Weil dann haben wir nämlich vier Glacials. Gesteinwanderer haben wir auch bald. Oh Mann. Da muss ich mich dann entscheiden. Also hier Schläger ist natürlich auch nett. 300 zusätzliches Leben, aber ist jetzt nicht die Welt. Da werden wir wahrscheinlich dann den Warwick raustun für nah. Wir hätten ihn auch Glacial machen können. Also dann natürlich jetzt nicht, aber das wäre dann lustig gewesen. Oh, okay, er gewinnt. Autsch, das wird wehtun. Okay, ich darf nicht noch einmal verlieren. Gut, dann Level up bitte. Dann machen wir hier das rein. Nochmal Brand. Jetzt rollen wir uns tot. Sejuani. Statt den. Na. Mal schauen, ob wir das überleben. Okay, das Sejuani-Ulti war sehr wichtig und sie ist super gut. Das überleben wir. Super. Gut, wir könnten den Cannon auch verkaufen. Aber wir brauchen nahe zwei. Shoot, aber für also hier genau, die brauchen wir jetzt nicht, weil wir hatten Eiswesen schon vier. Ah, das ist nur ein Klon, blöderweise.
aber das gewinnen wir easy. Wer gewinnt da? Sieht so aus wie der Rainbow. Ja. Ja, Rainy B. Okay, ich bin zuerst dran. Das gibt auf jeden Fall den Swain. Weil nah ist nicht da, leider. Swain hat ja zwar ein richtig blödes Item, aber das ist egal. So. Also Swain Level 2 oder Nah Level 2, das ist jetzt extrem wichtig. Das sieht nicht gut aus. Hier. Yes. Gut, gut, gut. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Dann tauschen die beiden mal. Weil, ja, Nah braucht auf jeden Fall Leben. Also, er muss, oh Gott, er muss Mana regenerieren, um groß zu werden. Und das kann er nur in der Backline. Yes. Gut, gut. Alter, ist das spannend. Gut, Elementar, Gestalter und Eiswesen haben wir. Und Bestien, Dämonen und Ninja. Also ein bisschen Surround. Allround, meine ich. Gut, wir werden jetzt mal das so machen. Wir werden uns einmal umstellen. Wie umständlich. Und zwar aus einem wichtigen Grund. Und zwar. Das machen wir so. Und zwar kann so die Sejuani viel besser. Ah, der hat sich umgestellt. Viel besser. Ja, natürlich bin ich dann gegen ihn. Viel schneller eben Ulti machen. Da. Aber das ist nur ein Klon. Gegen den sollte ich gewinnen. Genau, Ulti von Sejo kommt. Das ist gut. Okay, easy. Was? Der hat gegen ihn gewonnen. Die machen sie hier echt gerade selbst gegenseitig fertig. Gut, da muss ich nichts machen. Ja, Anivia ist schon Level 2. Hier ist Nah. Bran. Schade. Gegen den muss ich mich nicht umstellen. Aber was geil ist, ist das Item. Das macht Brandschaden mit magisch Ding. Und das wäre für ihn oder Anivia sehr gut. Für Swain oder Anivia. Ich glaube, ich gibt es. Alter. Okay, da hätte ich mich doch umstellen müssen. Alter, verdammt. Okay, das war echt dämlich. Verdammt. Ja, ich habe den vertauscht mit dem. Yes, das ist gut. Ich habe den vertauscht mit dem Herold. Weil der stimmt nur vor und das war's so ungefähr. Ah, wie dumm. Okay, jetzt ist er wirklich 8-8-7. Ja, der nächste Kampf entscheidet. Uiuiuiui. Ah, verdammt. Meine Sejo-Ulti ist nicht durchgekommen. Das könnte mein Ende sein. Aber Nah rettet den Tag. Okay. Gut. Pikachu.
Ja, es. Ich brauche eigentlich auf nichts mehr zu würfeln. Ja, vielleicht Arcadia, weil sie so cool ist. Okay, er geht auf die Seite. Es ist jetzt zu wenig Zeit, um jetzt alles rumzuräumen. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, aber es ist zu risky. Also, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es geteilt und dann ist es over. Dann ist es richtig bad. Okay, er fokussiert den, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ah, seine Seejuwel kam durch, aber ich gewinne. Yeah! Haha, nice. Gut, also Elementar, Gestalter, Eiswesen, Bestie, Dämon, Ninja haben alle vernichtet. Boah, aber sowas von knapp. Also, das war ja jetzt, ja, 8 Leben, 8 Leben und 7 Leben. Krass. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.